Der war voll krank gewesen mit hier, mit Franz. Der Rudi. Jetzt sind wir schon wieder in der Höhle. Aber ich gucke mich um, bevor ich irgendwo hinfahre mit dir. Fotos, Briefe, Erinnerungen an die Familie. Ich sollte das mitnehmen. Flugblatt. Studenten, erhebt euch. Mitstudenten, unser großartiges Land wurde von einer Bande von Verbrechern als Geisel genommen, die dem freigeistigen Denken der Studenten entgegenwirkt. Das Erziehungswesen wird systematisch von ihnen durch die moralische Elite in Gestalt von Studentenanführern und Verwaltungsbeamten der Partei korruptiert. Das ist eine Schande. Moment. Doch wenn die Zeit kommt, aufzustehen und seine Stimme dagegen zu erheben, ist die Stille ohrenbetäubend. Kann es sein, dass wir nichts anderes verdienen, als wir bekommen? Unser Land war bereits in den Händen so vieler Tyrannen. Doch dieses Mal sind wir geschlossen in das Maul des monströsen Tyrannen aller Zeiten gesprungen. Ich weiß, dass viele von euch diese Meinung teilen und ich weiß auch, dass viele von euch Angst haben, die Stimme zu erheben. Doch wenn ihr es tut, solltet ihr euch im Klaren darüber sein, dass sie euch holen werden. Sie werden unsere Jugend holen. Wenn die Zeit gekommen ist, werden unsere Brüder und Söhne in den Krieg geschickt, auf dass sie ihr Blut auf fremdem Boden vergießen und es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Wollen wir es zulassen, dass diese Partei von Fanatikern uns in die Katastrophe führt? Oder werden wir den Kurs dieses Landes ändern, um eine Zukunft ohne Tyrannei zu erreichen? Ihr habt die Wahl, erhebt euch, verteidigt den Namen unseres Landes, lasst nicht zu, dass er mit Schande besudelt wird. Steht auf gegen die Fanatiker unseres Regimes für ein neues und freies Europa, frei von den belastenden Fesseln der ideologischen Erziehung. Für ein Europa, in dem alle gleich sind, erhebt euch, denn schon bald ist es zu spät. Brigitte Kessler, Studentin der Philosophie. Okay. Ah, nein, das habe ich gerade gelesen. Ist so viel zu lesen. Medikamentenrezept für Herr Ludwig Kessler, Adresse Königstraße 12. Ja. Was? Babital, 1 Milligramm. Gegen Depressionen, Anwendung wie verschrieben. Monat, Januar, behandelnder Arzt Dr. Bernhard Hirsch. Registernummer. Blablabla. Mir geht's gut. Hier. Agent Glasgow, wir müssen los. Ja. Notiz von Kessler. Ich werde deine Worte niemals vergessen, Brigitte. Hinterfragt das System. Steh auf für die Rechte eurer Mitmenschen. Kämpft für ihre Gleichberechtigung. Seid freundlich zueinander. Und dafür haben sich... Sie dich ermordet. Ich will beenden, was du angefangen hast, Liebste. Werde ich das Gefühl haben, dass Annette in Sicherheit ist? Vielleicht niemals. Sie will unbedingt ihre Freundin in Wolfsburg finden. Irgendwann werde ich sie gehen lassen müssen. Wow. Artikel 3 Anarchisten wegen Hochverrats erhängt. Drei Anarchisten, die als Studenten und Mitglieder einer örtlichen Terroristenvereinigung identifiziert wurden, wurden gestern durch Erhängen hingerichtet. Die Hingerichteten wurden wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, nachdem sie gefährliche gegen das Staatsoberhaupt gerichtete Anarchistenflugblätter auf öffentlichen Plätzen der Hauptstadt verteilt hatten. In gewissen Kreisen der Studentenschaft verbreiten sich vergiftete Gedanken und das ist eine Gefahr für unser Land und die Männer, die jeden Tag an der Front für uns ihr Leben aufs Spiel setzen, erklärt Staatsanwalt Ernst Dietrich vor dem versammelten Zeugen, die der Hinrichtung beiwohnten. Diesem Verhalten muss sich mit aller Entschiedenheit und der härtesten Strafe begegnet werden. Ja, das habe ich schon. Brief,
Brigitte, bitte, Evelyn. Oh no, ich hab Gold vergessen. Hier guckt. Holy crap, ist das viel zu lesen. Soll ich das vorlesen? Mein Liebster, draußen weht ein kalter Wind, er rüttelt an den Fenstern. Während ich hier sitze und dir diesen Brief schreibe, frage ich mich, was du wohl gerade so tust. Wird etwas aus der Geschichte, auf die du gestoßen bist? Ich weiß, dass dir die Arbeit als Journalist unter dem Regime nicht leicht fällt. Wenn du das Gefühl hast, dass du das Land verlassen musst, werde ich dir überhin folgen. Wie wäre es denn mit England? Hättest du dort nicht Freunde? Ja, ich vermisse dich auch. Zu sagen, ich läge in der Nacht nicht wach, würde meine Sehnsucht nach dir spotten. Manchmal erwache ich aus Fieberträumen, in denen wir uns einander hingeben. Ich spüre, wie mir ganz warm wird, während ich diese Zeilen schreibe und daran denke. Ich wünschte, du wärst jetzt hier bei mir. Ich wünschte, ich könnte dich berühren, deine Wärme und meinen Körper spüren. An meinem Körper spüren. Es ist hier viel kälter als sonst gegen Ende September. Die Stadt verändert sich. Tag ein, Tag aus höre ich draußen vor dem Fenster das Trampeln ihrer Stiefel. Nicht zu fassen, dass so ein kleiner Mann so groß Probleme heraufschwören kann. Ich habe Angst, bevor was auch unserem Land geworden ist. Ich habe Angst davor, was aus unserem Land geworden ist. Ich war gestern mit Anne im Lichtspielhaus. Als der Film zu Ende war und wir nach Hause gingen, wurden wir von einem paar Jungs verfolgt. Einer von ihnen hatte meine Kolumne in der Zeitung gelesen und er mochte sie oder mich nicht besonders. Sie verfolgten uns, schrien uns an. Es waren hässliche Worte, aber sie konnten uns nicht einschüchtern, so sehr sie es auch versuchten. Wir werden nicht zulassen, dass sie uns klein kriegen. Mach dir keine Sorgen, Liebster, meine Freunde geben auf mich Acht. Ich habe immer Menschen um mich herum, Menschen, denen ich vertrauen kann. Ich kann es nicht erwarten, dass du wieder nach Hause kommst, in Liebe, Brigitte. Ich glaube, das war einer so der letzten Briefe, die er bekommen hat. Wir können nicht so lange warten, Agent. Ja! Ich bin doch schon da. Meine Sachen. Hier. Oh, danke. Und? Wo fahren wir hin, Kessler? Nach Wolfsburg. Dort werden wir Helga finden. Und auch die Akte. Was ist denn Wolfsburg? Der Tod, Agent Blaskowitsch. Der Tod. Welcher Tag ist heute? Der 17. März. Sonntag. Heute ist Feiertag. Ja. Dies ist ein Geschenk für meine Freundin. Ich habe es bei meinem Vater gemacht. Es ist doch Brauch, sich was zu schenken. Es sollte etwas Besonderes sein. Was ist das? Eine Katze. Ihr Lieblingstier. Ich wollte sie ihr geben, aber dann kam sie und... Es ist schon so lange her. Diese Stadt ist voller Geheimnisse. Durch ihre Geschichte ziehen sich Tod und Zerstörung. Und jetzt wühlt Helga in ihren verrotteten Eingeweiden mit der morbiden Neugier eines Kindes. Was ist in der Tasche? Logblätter. Meine Frau hat früher welche verteilt. In der Hauptstadt. Das Regime hat sie dafür aufgeknüpft. Wie schrecklich. Keine Sorge, Annette.
Herr Blaskowitsch kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Agent Blaskowitsch, Sie suchen nach OSA Agent 2. Ich habe Bescheid gegeben, dass Sie kommen. Agent 2 weiß, wo Helga ist. Gut. So viel Tote für eine dumme Akte. Wenn wir sie nicht finden, werden es noch viel mehr. Annette und ich verstecken uns hier. Ich habe ein paar Funkgeräte vom Regime erbeutet. Damit sollten wir uns verständigen können. Nehmen Sie und steigen Sie jetzt aus und helfen Sie mir, das Boot unter den Steg zu schieben. Alles klar. Machen wir doch. Leg dich hin, meine Liebe. Und schlaft schön. Da unten. Von Agent 2 liegt hinter dem Marktplatz, nordwestlich hinter dem Gasthaus, neben Schmidts alter Bäckerei. Benutzen Sie dasselbe Passwort wie zuvor. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab das Passwort vergessen. Nein! Ich hab das Passwort vergessen und jetzt? Oh shit. Boah. I have forget the password. Schalalalalala. Limit erreicht, ich habe also doch Waffen. Was sagt mir das doch mal einer hier? Warum? Herrgott nochmal. Warum rüstet der immer diese Pistole aus? Ich habe keine Ahnung. Warum rüstest du jetzt Akimbo aus? Gibt's hier irgendwas für mich? Nein. Es gibt hier Gold, aber wo? Aber wo? Wo ist der Gold? Oh Gott. Ich wollte mich nur ein bisschen abkühlen, es ist echt warm und so und... Ja, aber fallen wir nicht so voll auf? Ja. Es war fast klar, dass es ohne Geballer nicht geht. Ich glaube, das sieht uns gleich über. Weiß ich nicht. Kann ich da hin oder schwimme ich hier jetzt umsonst? Also, wir gehen halt bei der Runde baden.
ich denn da ins Boot? Wahrscheinlich nicht, oder? Dreht er sich auch nochmal um? Ich weiß, dass da einer ist. Wo ist der? Sind das wir, die das so laute Geräusche macht, oder? Ja, die können aber keinen Alarm mehr auslösen. Also kann ich mich ja jetzt hier auch wirklich umschauen, oder? I hope so. Ach so, wir können da gar nicht rein. Okay, ich dachte, wir können hier auch ins Haus rein, weil... Also ich möchte mich schon irgendwie noch überall umgucken. Einfach. Passt. Boah, stellt euch vor, wir hätten das jetzt nicht so geschafft. Was ist denn das hier? Sondern die hätten Alarm ausgelöst. Die hätten ja von überall kommen können. Diese Pussycat Dolls. Gibt's ja nicht. Ich finde ja halt auch keine
Goldbarren. Oh. Ich sehe halt nichts blinken. Verdammt. Nur seine Waffe. So war's aber. Ach, ich dachte, es wäre Gold. Es sah gerade zu glitzern aus. Da war es nur Fisch. Fisch. Hallo? Muss ich hier lang, oder was? Ach, okay, hier muss ich hin. Okay, gut. Sorry. Ach, wir kommen hier nicht mehr raus, verdammt, aber da hinten ist Gold. Ich bin unter Wasser. Ich habe eins verpasst. Oh! Kamen jetzt ganz unverhofft. Die kamen ganz unverhofft. Okay. Was? Beinahe geschossen. Okay, da bin ich voll. Mir gefällt es hier irgendwie nicht. Keine Ahnung, also. What? Wimmels von Soldaten des Regimes. Seien Sie vorsichtig. Töten Sie nur, wenn es nicht anders geht. Ach, okay. Wie bitte? Ich soll jeden töten, den ich sehe? Ja. Nein, ich sagte... Kann sie nicht verstehen, Kessler. Zu viel Störgeräusche. Also, wir sollen jeden töten, den wir sehen. Okay, ich habe verstanden. Alles klar. Boah, Kartoffeln werden jetzt... Boah, Pellkartoffeln mit Quark wäre jetzt voll lecker. Was ist das? Was ist das? Also, wir sollen jeden töten, den wir sehen. Pumpenhaus.
Warum? Warum, liebe Entwickler, warum? Ich meine, wozu? Da gibt's ja noch einen anderen Weg lang. Nee, oder? Wir müssen hier. Kann ich nicht da vorne lang? Hier. Na gut. Beine brechen. Mir ist gerade eine Fliege ins Auge geflogen. Sie hat auch nirgendwo reinkommen, das ist doch echt. Apotheke Dr. Friss. Ich bin nicht schnell genug. Ist unterwegs, Kommandant! What? Wo? Oh no. Ach. Fällt mir rein? Mama! Was ist das? Auf! Ja! Du bist einer! Kommandant. Tut mir leid. Es war ein bisschen rambohaft. Ich weiß.